Mr. Flicko. Ja, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Batman Arkham Asylum. Wir sind jetzt hier vor dem Zellenblock. Wollen wir mal reingehen, wa? Ich habe eben meinen Speicherstand gesehen. Das letzte Mal habe ich am 6. Dezember gespeichert. Übel. Jetzt haben wir den 1. Januar. Also schon wieder länger her, dass ich gespielt habe. Echt abnormal. Na los, dann wollen wir mal. Das reicht. Hast du Hunger? Großen Hunger. Ja, top. Hier liegt irgendwas. Mal wieder ein Tonband, okay? Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Zaes, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss ihn nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen, Miss Cassidy? Wenn du dich auf diese Striche, auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen, wo? Tja, wo wohl? Na gut. Öffnen, RTA. Ach so, ja, öffnen. Zack, sehr gut. Die bemerken mich doch eh nicht, denke ich mal. Den einen mit der Waffe müssen wir ausschalten, dann läuft das schon. Bam! Mal kurz fertig machen hier, diese kleinen Ratten. Macht wie immer richtig Spaß, sie kaputt zu hauen hier, die Banausen. Alter, stehen ja immer wieder auf. Was ist mit denen? Müssen wir dem mal einen Gnadenstoß verpassen. Oder auch so. Hä? War es das jetzt? Nee, der lebt doch noch. Bam. Jetzt ist er richtig betäubt. Okay. Was nun? Hier ist zu. Hier ist irgendwas, keine Ahnung. Gehen wir mal hier weiter. Hier wurde geschossen anscheinend, ziemlich deftig. Okay, wir haben erstmal nur einen Weg hier. Okay. Was ist das denn hier? Kamera. Ah, scheiße. Nein. Jetzt wurde ich entdeckt, wa? Scheiße, sind überall Kameras. Ist nicht gut. Was ist hier denn noch? Okay. Es gibt nur einen Weg. Links oder rechts. Wir gehen mal hier lang. Das sieht ja hier aus. Irgendwas hier versteckt. Ah, ne. Oh. Ja, ich sehe richtig sexy aus. Richtig muskulös. Oh, Toiletten. Toll. Ah. Gott sei Dank. Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde gefunden. Bestimmt irgendwas kaputt brechen, da hinterm Spiegel oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder? Keine Ahnung. Ach, scheiße. Jetzt aber immer falsch am Drücken hier. Oh, doch nicht. Der Spiegel hat's ausgehalten. Na gut, wo müssen wir denn sonst hin? Ist
mal wieder sehr spannend hier. Ich habe doch wieder irgendwas übersehen, oder nicht? Wie ist eigentlich unsere Aufgabe? Ich habe schon wieder ganz vergessen. Zerstöre die Titan-Produktionsstätte in den botanischen Gärten. Besorge dir die Sicherheitscodes des Anstaltsleiters. Finde den Anstaltsleiter. Ja. Ach ja, mit der Spur. Stimmt. Aber wir haben hier gerade gar keine Spur. Ah, da ist eine. Okay. Müssen wir doch hier hin? Okay, ich bleib mal hier stehen. Aha. Okay. Alter, was geht da denn ab? Scheiße, Leute. Ja, wir sind ja hier in der Anstalt. Im Zellenblock, im Knast. Ach, du heilige Scheiße. Okay. Also, die sind echt irre. Aua. Alter Vater. Green Mile, okay. Halt, wie sieht die denn aus? Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Sie haben Schmerzen und rufen um Hilfe. Bleib, wo du bist. Es fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch. Ich lasse nicht zu, dass sie euch verletzen. Okay. Was? Ach, die denn dahinter? Spannend, was hier gleich passiert. Bitte, ist da jemand? Hilfe! Wo denn? Da oben oder was? Was geht da denn ab? Ich bin hier oben. Was macht der da? Wo ist er dahinter? What the fuck? Hilfe! Da oben drin. Hä? Ich bin gefangen hier. Los. Toll. Sie müssen mir helfen. Ivy? Mann, du siehst vielleicht finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen, kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Naja. Oh, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Oh, fuck. Das fühlt sich so viel besser. Sie ist ein gutes Kind. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall. Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Oh Gott, die Irren sind frei. Die Irren wurden freigelassen. Na lustig. Worauf warte ich? Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Kryptografischer Sequenzer. Benutzt Ultraschallfrequenzen, um Sicherheitssysteme kurz zu schließen. Ah, geil. Sicherheitsprotokolle wurden mit einem 512-Bit Dechiffrierungscode geknackt. Okay. Sehr interessant. Es gibt immer einen Ausweg. Immer.
Wie benutze ich den? Bestimmt hier oben, oder? An diesem Kasten. Ja. Toll, wie stelle ich jetzt hier eine Frequenz ein? Kein Plan. Check ich jetzt nicht, wie ich das machen soll. Hä? Leute, wisst ihr es? Ich nicht. Aber er bewegt seine Hände. Seine Finger genauso wie ich die Sticks hier bewege. Ist schon ganz cool. Bloß ich habe jetzt keine Ahnung, wie, was ich hier machen soll. Ja, Batman, du guckst so ganz blöd, ne? Ja, keine Ahnung. Ist nichts passiert, ne? Nö. Shit. Ja, so vibriert was, wenn ich in die Richtung zeige. Und so. Ah, ich muss vielleicht jetzt so halten. Auf jeden Fall habe ich so eine Frequenz. Es vibriert richtig stark. Toll, ich muss es aber auch so halten. So irgendwie. Komm, was ist denn jetzt? Ich halte es doch, aber passiert nichts. Oder so. So ist auch ganz schön stark. Komm schon. Irgendwas muss doch hier jetzt passieren. So ist es richtig derb. Ah, jetzt. Okay. Man muss die passenden, ja, man muss ein bisschen rumprobieren, ne, ein bisschen Bleiben drehen Sie und hier. So. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände fallen, oder? Aber was macht der dahinter? Check ich nicht. Eben war doch noch jemand anderes da, oder nicht? Kann man das nicht aufbrechen, Scheiß? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Bescheuert. Komm, ich will mit ihm sprechen. Bring mich hier raus! Du hast den Falschen gerettet. Das ist ein Betrüger. Du weißt, wie viele Freaks hier rumlaufen. Tja. What the fuck? Okay, wo muss man jetzt hin? Da hoch weiter, ne? Irgendwie, oder hier hoch? Was ist denn hier? Ups. Aha. Da ist noch was hinter. Sehr gut. Bisschen schief, aber egal. So, passt schon. Schöne Bude hier. Hat man alles, was man braucht. Auch mit Heizung. Das ist ja ein Luxus. Was hier noch? What the fuck? Digga, was geht bei dir denn? Bleib mal locker. Hier ist auch schon wieder so ein Teil. Müssen wir doch mal was machen hier. Mit unserem Sequenzer. Ah, das geht ja schon ruckzuck jetzt. Schon Profi. So, noch eine.
Wo muss ich denn jetzt lang, Leute? Wo muss ich lang? Zerstöre die Titanproduktionsstätte in den botanischen Gärten. Also muss ich jetzt einmal wieder raus, wa? Botanische Gärten, da muss ich dann ja hin. Oh man. Dann lasst mich mal wieder raus hier aus der Irrenanstalt. Muss ich auch erstmal rauskämpfen, weil sie ja alle freigelassen wurden, die Banausen. Scheiße, es wird brutal hier, Leute. Gleich kommen sie. What the fuck? Wahnsinnig abwerfen. Wow. Du dreckiger Wahnsinniger, Alter. Kommen sie hier aus ihren Löchern. Komm ganz schnell weg hier. Ach du Scheiße. Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Nun, jetzt ist es da. Ich weiß, ich weiß. Du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Okay. Ach du Scheiße. Wow. Jetzt knistert's aber hier. Geh mal ganz schnell da hoch. Warum holst du dir nicht einfach eine Waffe und erschießt die blöde Fledermaus? Hat das weh getan, Batman? Ich hoffe. Mal alles mal platt machen hier. Alle aus dem Weg schalten hier rein. Das ist nicht fair, Bat-Hirn. Bat-Hirn? Ups. Komm, ausschalten. Sei sanft zu meinen Jungs. Deine Jungs. Kleiner Tipp, Jungs. Hütet euch vor den Fäusten. Wow, wollte noch mehr. Wow, Waffe, Hilfe. Ah! Scheiße. Ey, hör auf zu schießen, du Ratte. Wird aber langsam gefährlich hier. Wenn die mit ihren Waffen ankommen. Weg mit dir, Junge. Schieß dir ins Gesicht. Bam, Digga. Ey, Mann, der hat mir ganz schön was abgezogen hier. Scheiße. So leicht, wie es aussah. Naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Ja.